muss auch immer irgendwas in der Schnitte haben. Hier, ne? So Pink oder was. Jetzt müssen wir nochmal Maß nehmen. Wollen wir das noch mal vor mir rausgehen? Das ist so eng. Also, was wir jetzt nämlich machen, boah, ich sehe echt so zottelig aus heute. Ist heute Sonntag, heute darf man so aussehen. So. Mein Kugelschreiber. Was wir machen ist, wir messen jetzt einmal ihren Brustumfang, weil dieses Geschirr nämlich mega eng geworden ist. Wir haben sie vor einer Woche abgeholt, da hat das noch gepasst. Da war es sogar noch zu groß, da war diese Schnalle irgendwo hier unten. Also ist sie schon ganz schön gewachsen, die kleine Maus. Deswegen messen wir jetzt einmal. Inzwischen wird mir mein Kugelschreiber geklaut. Das macht aber nichts. Den kann man ja ruhig so lange haben. Sie darf ihn nur nicht wegtragen, weil sie hier bleiben muss. Ich war im Zoofachhandel. Nein, das ist meine Messschnecke. Und da wurde mir gesagt, man nimmt halt nicht, bei den Geschirren nimmt man halt Maß um die Brust. Und das werde ich jetzt mal machen. Dann sind wir jetzt hier bei 40 cm. Das ist echt der Hammer. Ich habe gestern bei den Geschirren gestanden und habe gedacht, 30 wäre bei ihr. Aber es ist echt schon, ne? Naja, fast 40, nicht ganz. Das wäre jetzt irgendwie 38 oder so. 38 an der Stelle hier, wenn man das jetzt locker, ein bisschen nur mit Luft so, ne, ist es 40. Es gibt Geschirre. Ich glaube, die Größe, die ich gestern in der Hand hatte, war 30 bis 50. Das könnte man jetzt nehmen. Aus 50 ist sie dann bestimmt auch schnell rausgewachsen. Also, genau. Jetzt müssen wir halt ein neues Geschirr aussuchen. Ich glaube, ich werde das im Internet bestellen, weil die da ein bisschen günstiger sind. Und mir kommt es jetzt auch nicht darauf an, dass es mega schick ist, sondern ich will vor allen Dingen eins, was lange mitwächst, was ich also gut verstellen kann. Vielleicht finde ich auch eins, was von 40 bis, weiß ich nicht was, 60 geht oder so. Das wäre für mich natürlich praktischer als von nur bis, von 30 bis, was habe ich gesagt, 50? Weil sie ja, wie gesagt, jetzt schon 40 cm Umfang hat. Also schon ganz schön viel für so einen kleinen Hund. Jetzt schreibe ich mir das mal eben auf, wenn ich dann meinen Kugelschreiber wieder kriege. Hier, du kannst die Schnecke nehmen. Ja, das habe ich gesagt, 40 cm Brustumfang. Und dann gucken wir einfach hinterher mal, was wir Schönes finden. So, jetzt kriege ich mein Maßband wieder. Lass mal einmal los jetzt da. Das ist nämlich meins. Und jetzt gehen wir mal eben fix raus, weil sie vorhin geschlafen hat und sie muss bestimmt. Und bevor sie sich jetzt hier hinhockt, das geht nämlich bei Pipi bei ihr immer noch sehr schnell, auf einmal hockt sie irgendwo, ne, und dann geht sie ins Haus, gehen wir jetzt schnell mal raus. Jetzt geht's los. Jetzt können wir starten. Jetzt geht's los. So. Heute ist das neue Hundegeschirr gekommen. Ich habe es schon mal ausgepackt. Ich habe es auch schon komplett verknotet. Jetzt habe ich es wieder enthüllt. Genau. Das Auspacken zeige ich jetzt nicht. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass da das Geschirr drin ist. Das war so verpackt, so klein, so. Sah aus wie so ein Buch. Naja, egal. Jedenfalls, das ist es. Es sieht jetzt noch sehr groß aus. Ich kann es aber noch ein bisschen kleiner stellen. Bevor ich es jetzt anprobiere, ich denke mal, es wird passen. Das heißt, ich werde das Schildchen hier mal schon abmachen. Weil sie da bestimmt die kleine Maus da hinten, weil sie sonst da bestimmt dran rumknallen wird. Deswegen mache ich es jetzt einfach ab. Ich kann es da natürlich nicht mehr zurückschicken, aber ich glaube, das passt. Ups. So, abmontiert. Und ich werde jetzt, bevor ich es anprobiere, eben auch schon mal ganz eng stellen, weil hier, also hier ist ja quasi der Bauch. Wir haben 40 cm gemessen. Das Engste bei diesem Geschirr ist jetzt 40 cm und es gab sogar in Schwarz. Also ich habe genau eigentlich das gefunden, was ich
haben wollte. Das geht dann bis 60, das heißt, sie kann noch reichlich groß werden. Ich stelle es jetzt erstmal auf ganz klein und dann gucken wir mal, ob es passt. Dann mache ich das so rum, zack, zack. Und einmal hier so rum. Gefriemelt. Man kann natürlich auch einfach mit dem Halsband üben oder überhaupt den Hund mit dem Halsband führen. Ich finde Geschirre aber schöner. Zum einen, weil wenn der Hund in die Leine mal reinspringt, dass er das nicht so direkt am Hals hat, das ist irgendwie nicht so angenehm. Zum zweiten sind Geschirre einen Tick sicherer, weil es Hunde gibt, die gehen einfach rückwärts und winden sich so aus dem Halsband raus. Das hat der Finn früher viel gemacht. Hat ganz viel lockeres Fell und wenn er da raus wollte aus dem Halsband, dann hat er sich irgendwie das Fell so halb über die Ohren gezogen und das Halsband dann da mit. Also er hat richtig gestemmt rückwärts, wenn er hat ganz schnell raus, wenn er da vorne hin will, dann muss er einmal kräftig rückwärts und mit dem Kopf so da durchnudeln und dann war er raus. Und so stramm, dass er das nicht hinkriegt, hätte man das gar nicht einstellen können. Also ein Geschirr ist einfach sicherer und das Ding ist auch, man hat ja ein Geschirr oder ein Halsband an sich nicht, um an den Hund rumzuziehen. Also das ist jetzt nicht so, ich sag mal, je schärfer das Geschirr oder je schärfer das Halsband, desto besser hört der Hund. Das ist einfach nicht so. Sondern im Grunde ist das Geschirr höchstens vielleicht, um den Bewegungsradius mal so ein bisschen einzugrenzen, wenn ich gerade mal will, dass sie hier bleibt oder so. Aber es ist halt nicht, um den Hund irgendwie ranzurucken oder ranzuziehen oder irgendwie solche Sachen. Und deswegen kann das auch einfach, es kann auch einfach gerne soft sein. Also das soll den Hund eigentlich, wenn es nach mir ginge, soll das so wenig wie möglich merken. Ich will ihn sicher haben, gerade wenn es so ein kleiner Hund ist. Ich will nicht, dass er auf die Straße rennt, solange er das noch nicht gelernt hat. Oder wenn ich mit ihm übe, dass er nicht halt einfach eben aufs Weite laufen kann. Aber ansonsten finde ich es gut, wenn er so wenig wie möglich merkt. So, jetzt probieren wir es einfach mal an. Die haben gerade was anderes vor, die beiden. Die sind gerade schön am Spielen. Ja, vielleicht probieren wir es auch später an. Man könnte es sicherlich jetzt machen, ne? Dann würde ich sie mir einfach hinstellen und sagen, hier, du hältst jetzt still, dann würde ich den Finn in sein Körbchen schicken, kann man alles machen, das würden die auch tun. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie gerade spielen, deswegen lasse ich sie jetzt einfach mal noch eine Weile und gehe erstmal selber was essen und dann probieren wir es hinterher an. Wir jetzt mal an. Das hatte ich ja schon schön eng gestellt, sodass es dir jetzt passt vielleicht. Wahrscheinlich kriegen wir es im Kopf sogar noch so rübergezogen. Ne? Wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, das ist für dich. Das ist für dich. Warum gehört denn das jetzt? Okay, also das ist oben. Da hat der Finn gebellt. Ne? Das ist oben. Dann muss das über deinen Kopf rüber. Und das kommt da rum. Zack. Naja, ist noch ein bisschen locker. Sitzt, passt und hat Luft. Ja, sitzt, passt und hat Luft. Sitzt, passt und hat ein bisschen sehr viel Luft. Ach, wir haben jetzt ja auch verkehrt gemacht. Guck mal. Das muss ja auch ganz anders. Da muss dein Fuß ja da unter durch. Ne? So. So wird da was von. Naja. Räuberchen. Kann man das hier auch noch enger stellen? Komm doch mal her. Jetzt gucken wir uns das mal an. Nee, das kann man nicht enger stellen. Dann ist dir das wohl noch ein bisschen zu groß. Aber so schnell wie du wächst, dauert es keine zwei Tage, dann passt dir das. Ne? Ich glaube, hier ist ja jetzt auch nicht so die Fluchtgefahr so groß. Das heißt, ich glaube, wir werden das jetzt einfach benutzen, weil wie gesagt, wenn wir bei uns im Garten sind, ist das jetzt nicht so wild, ne? Dann kann das sogar ein bisschen zu groß sein als zu klein. Nicht, dass es sie kneift, das wäre ja auch blöd. Ja, also passt noch nicht so ganz. Aber wir werden es in ein paar Tagen sehen, dann passt es bestimmt. Okay, das war's erstmal, ne? Von uns. Das war's erstmal von uns. Frische Maus, jetzt ist alle hier.